Hallo, herzlich willkommen zu Tag 5 in unserem Bootcamp Sales Funnel. Heute geht es ein bisschen ums Mindset nochmal. Und im Anschluss fangen wir an und bauen heute nochmal ein Lead Magnet Funnel, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Da gibt es ja Bootcamp Nummer 1 zu Lead Magnet Funnel. Wir wiederholen hier nochmal an der Stelle, aber so ein bisschen in einem Fast Forward oder wie soll ich sagen, so ein bisschen wie auf der Schnellvorlauf-Taste. Ich zeige euch aber nochmal wieder ein, zwei Sachen und Tipps und Tricks, wie ihr bei sowas eben dann schnell vorgehen könnt. Ihr seid ja jetzt schon Pros. Für die Anfänger, die gucken sich einfach Bootcamp 1 nochmal an. Und für die Fortgeschrittenen läuft das heute dann in so einer etwas schnelleren Variante. Darum zeige ich das auch nochmal hier. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt mal mit dem Mindset. Warum ist das Mindset so wichtig? Wir haben uns ja gestern so ein bisschen über die Psychologie der Käuferseite unterhalten. Was bewegt so ein Käufer? Wie kriegen wir den so ein bisschen gelenkt, geführt, durch unseren Funnel durchgeschickt? Und ich möchte aber heute auch nochmal mit euch wieder, haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht, aber heute nochmal wieder so ein bisschen auf euer Mindset eingehen, weil das eben ganz, ganz wichtig ist für euren Erfolg. Ja? Darum heute noch mal ein bisschen was dazu. Und zwar, ja, habe ich mir so ein paar Fragen überlegt, die wir uns zusammen vielleicht mal überlegen. Und zwar, wird man über Nacht reich mit Online-Marketing? Über Nacht? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, möglich ist es, aber wahrscheinlich eher nicht. Dann kann man Online-Marketing lernen und damit Geld zu verdienen und reich zu werden. Ja, ganz eindeutig, das kann man. Kann man stetig besser werden? Ja, auch das kann man. Bringt das langfristig Geld? Ja, auch das. Langfristig bringt das auch Geld. Kann es jeder lernen? Ja, ich denke auch, vermutlich kann das jeder lernen. Also wenn man ein bisschen Engagement besitzt und ein bisschen Computerfähigkeiten hat, kann man das lernen und da interessiert ist. Dann denke ich schon, kann das jeder lernen. Ist dann auch jeder geeignet? Nein, ganz genau, nein. Warum nicht? Warum ist nicht jeder geeignet? Na, weil halt nicht jeder das richtige Mindset dazu hat. Ja, darum ist Mindset so wichtig. Wenn ich die Fähigkeiten habe und bin bereit zu lernen, dann kann ich das vom Vermögen her, von den Fähigkeiten her, sicherlich bedienen. Aber wenn mir das Mindset fehlt, dann werde ich vermutlich langfristig auf der langen Strecke scheitern. Ja, man kennt das vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, vom Verliebtsein. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen jemanden lieben und verliebt sein. Dieses Verliebtsein ist das Gefühl am Anfang, diese Schmetterlinge im Bauch und hast du nicht gesehen. Ja, aber diese Long-Distance-Geschichte, 20, 30 Jahre lang, hält dieses Gefühl nicht an. Das tut es bei niemandem. Das glaube ich zumindest nicht. Man kann das immer mal wieder erleben. Ja, das ja, aber auch mit demselben Partner. Aber ich sag mal, das ist trotzdem irgendwie, sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und so ist das bei einem Business auch. In die eigene Idee verliebt sein, das hält eine gewisse Zeit lang an. Und irgendwann, wenn es dann Arbeit wird, ja. Na, wer kennt das nicht von sich? Also auch da sitzen wir ja immer alle im selben Boot. Und darum nochmal für euch auch, die Einstellung zu den Dingen eben eine ganz wichtige. Ja, und gerade, ich sag mal, wenn es immer super läuft und alles ist easy, schigilagi, ja, und alles ist super, dann ist es für keinen ein Problem. Ein Problem wird es ja immer erst, oder schwierig durchzuhalten wird es ja immer erst, wenn die ersten Problemchen auftauchen. Wenn es die ersten Rückschläge gibt, wenn der erste Kunde auf der Matte steht und sagt, ey, da bin ich aber überhaupt nicht mit einverstanden, was soll das denn sein? Ja, genau dann ist das richtige Mindset wichtig. Ja, auch das ist so ein bisschen wie in der Ehe, in guten und in schlechten Zeiten. Also ich glaube, in guten Zeiten kann das relativ jeder. Auf die schlechten Zeiten kommt es halt an, ob ich es da auch gebacken kriege. Das ist entscheidend. Und darum ist auch da das Mindset so wichtig. Ja, und seid euch da immer bewusst, dass das im Leben, das ist auch nie was Kontinuierliches, das ist kein gerader Verlauf, ja, das ist nicht irgendwie so eine lineare Geschichte, die sich durchs Leben zieht, sondern das ist eben immer so ein Auf und Ab. Ja, mal geht's bergauf, mal geht's bergunter. Das gehört ein Stück weit auch dazu und nicht nur im Leben ist das so, sondern im Business auch.
Ich möchte euch dazu gerne mal einmal gerade, gebe ich mal meinen Bildschirm wieder frei und werde ganz gerne mit euch dazu hier in GIMP mal was machen. Und zwar zeichne ich hier gerade mal auf, Werkzeuge, wo haben wir es denn da? Einen Stift brauche ich, genau. Und ich möchte das mit euch mal hier gerade so ein bisschen aufzeichnen. Und zwar, wenn wir hier ja Positives und Negatives haben und hier einen, mit der Maus, verzeiht mir, dass das immer so ein bisschen krückelig ist, aber ich denke, es wird klar. Und das hier ist unsere Zeitachse, ja, die nenne ich mal T. Und sage ich mal, das hier ist der Lebensverlauf in Positiv- und Negativereignissen. Dann geht das, irgendwo hat das seinen Ursprung. Ich fange hier einfach mal an. Ja, und mal läuft es gut, dann seht ihr, dann läuft es mal wieder schlechter, dann läuft es wieder besser, dann läuft es mal wieder schlechter, dann läuft es halt mal wieder besser und wieder schlechter. So hat man so eine Art Sinuskurve, ja, die sich für einen ergibt. Und wodurch ist jetzt der erfolgreiche Mensch gekennzeichnet? Der durchlebt diese Höhen und Tiefen, genauso wie wir alle. Beim erfolgreichen Menschen sieht das aber im Endeffekt eher so aus. Ich habe hier wieder meine Zeitachse T. Ja, hier wieder mein Plus und mein Minus. Und bei einem erfolgreichen Menschen, sage ich mal, hat das dann zwar auch so einen Hoch-Tief-Verlauf. Ja, der kennt auch Höhen und Tiefen. Aber ihr seht schon, so langfristig, na, jetzt ist hier die Maus zu Ende, langfristig ergibt sich, wenn ich jetzt hier so einen Mittelwert durchbilden würde, eben ein steigender Verlauf. Das ist der Verlauf eines erfolgreichen Menschen. Aber ihr seht, trotzdem hat auch der Rückschläge zu verzeichnen. Ja, deshalb kann man aber trotzdem insgesamt einen positiven Verlauf beschreiten. Es kommt einem hier in dem Tal nur immer so vor, als wäre man nicht einen Meter weitergekommen. Ja, so ein bisschen wie hier oben. Hier ist kein Verlauf festzustellen. Es geht rauf, runter, aber es entwickelt sich nicht wirklich was. Ja, und genau, wenn man eben ein negativer Mensch ist, dann hat das eher so nach unten gehenden Verlauf. Also wie gesagt, bei einem positiven Menschen verläuft das so. Und ja, was ist eigentlich mein Glaubensgrundsatz dabei ist, wenn ich jetzt auch nochmal hier wieder dasselbe nehme. Ich hoffe, ich kann das da so ein bisschen drüber deutlich machen und habe hier auch wieder positiv und negativ, dann glaube ich, dass der tatsächliche Verlauf aber bei uns in etwa so aussieht. Ja, man startet, hat verschiedene Erlebnisse in seinem Leben. Das geht mal rauf, das geht mal runter. Vielleicht ist mal auch so eine Zeit lang, dass sich da gar nicht so viel tut. Dann springt das vielleicht mal wieder rauf, aber es fällt auch mal vielleicht wieder ganz stark runter. Und dann springt es wieder ganz rauf. Ja. Und auch hier ist eben wichtig, dass man insgesamt einen positiven Verlauf hat. Und eins weiß ich halt, ja, wenn man hier auf so einem Punkt ist und stürzt mal ab und befindet sich hier unten, dann seht ihr ja, ist dieses hier dazwischen, das ist schon ein Wahnsinnsabsturz. Und man könnte euch sicherlich vorstellen, dass man hier unten an der Stelle also wirklich mehr als down ist. Man hat sich irgendwas erarbeitet über Jahre und findet sich plötzlich auf einem viel tieferen Niveau wieder, als das beim letzten Mal, wo es schlecht lief, der Fall war. Jetzt läuft es noch schlechter, obwohl ich mich so bemüht habe und obwohl ich so viel gearbeitet habe. Aber eins verspreche ich euch, wenn man hier diesen Downpunkt, wenn man den durchsteht, ja, dann kommt man immer gestärkter wieder raus. Weil was euch nie einer nehmen kann, was euch nie einer wegnimmt, das ist die Erfahrung, die ihr sammelt. Und wer diesen Downpunkt übersteht, der kommt immer gestärkt und mit mehr Wissen, mehr Erfahrung und mehr Energie da eigentlich wieder raus. Und dann sieht nämlich in der Regel tatsächlich der Verlauf hinterher so aus, dass man sich, wenn man dieses Down überstanden hat, irgendwann an einer doppelt so hohen Stelle wieder, ja, wie als an dem Zeitpunkt, wo man abgestürzt ist. Okay? Also auch das, ja, das ist so ein bisschen Zeit halt alle Wunden. Also irgendwann geht alles vorbei. Ihr müsst es nur aushalten. Glaubt an euch. Das ist so das, was so ein bisschen dahinter steckt. Ja, auch es kommen immer mal wieder Leute, die sagen, wieso machst du das denn? Und das ist doch alles doof und was weiß ich nicht.
Ich kann euch da auch mal den Rat geben, glaubt an euch, diese Zeiten, die schlechten Zeiten gehen auch vorbei. Und wenn ihr immer kontinuierlich an euch arbeitet, nimmt das langfristig immer diesen positiven Verlauf an. Voraussetzung ist halt, arbeitet an euch. Versucht, die beste Version von euch selbst zu werden. Ja, das ist wichtig in einem Mindset. Und dass man mal Rückschläge hat, gehört halt dazu. Das ist wichtig als Unternehmer. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Denkt dran, ihr macht den, ja, ihr seid Marathonläufer. Das interessiert es nicht, wie ihr auf 800 Meter abgeschnitten habt. Okay, wir messen nach 20 Kilometern dann die Zeit, ja, nach 10 Jahren. Dann ist halt zwischendurch mal eins doof. Ist so. Hatte ich in meinem Berufsleben auch viel. Gut, dann möchte ich das da nochmal wieder stoppen. Und möchte da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ne, jetzt macht er das hier nicht auf. Ging das bei mir schnell, die Erfahrung, die ich habe, dieses Erfahrungen sammeln, an diesem Punkt kommen, Unternehmer sein zu können, das verkraften zu können, sich was aufzubauen. Ging das bei mir persönlich, ging das schnell. Dazu habe ich mir mal so ein bisschen Notizen gemacht, um euch vielleicht mal einen Einblick zu geben, wie das bei mir persönlich abgelaufen ist. Ja, weil das auch vielleicht aus dem Lebensweg ist, das ist nicht immer so ganz konkurrent und so ganz hundertprozentig, aber dann seht ihr auch mal, wie lange sich manche Dinge aufbauen und dass man vielleicht manchmal sich auch in eine andere Richtung erst entwickelt, um dann wieder zum Kern zurückzufinden. Ich lese das hier gerade mal so ein bisschen vor. Und zwar, also ich habe nach meinem Fachabitur Technik am Gymnasium in Lohne, habe ich Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker. Und habe dann mit 21 Jahren circa, war ich 21 Jahre alt, mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals die Firma Mediaris Computertechnik und Elektronik. Ja, also da habe ich damals schon eben mit Computer und Elektrotechnik, Hardware, Software, Netzwerken und sowas zu tun gehabt. Und habe dann aber schnell erkannt, dass nur dieses Fachwissen in dem Bereich Software, Computer, Elektronik, Netzwerke nicht ausreicht, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen, sondern dass man, um erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, auch ganz viel kaufmännisches Wissen einfach braucht. Ja, Vertragsrecht und Banken, Kredite, wie berechne ich Lagerzinsen und solche Dinge. Ja, wie finde ich vernünftigen Preis, wie mache ich vernünftiges Controlling, wie geht Marketing und eben diese ganzen Dinge. Und habe dann eben eine Ausbildung zum Industriekaufmann nochmal hinterher gemacht und bin dann mit einem Praktikum in der Entwicklungsabteilung bei einem namhaften Autohersteller hier in der Gegend gelandet und habe da mal auch so ein bisschen Großindustrieerfahrung sammeln können. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit da und auch wie man entwickelt, Produkte entwickelt, Dinge entwickelt, Ideen entwickelt. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass das in der Entwicklungsabteilung, wo Kreativmenschen, da waren kreative Ingenieure tätig, die eben Autoteile entwickelt haben, Fahrzeugteile und so weiter. Und dass das mal eine sehr spannende Arbeitsumgebung ist. Auch von der Art und Weise, wie mit Arbeitszeit und mit Personalmanagement umgegangen wurde und sowas. Da habe ich also als Industriekaufmann sehr, sehr, sehr viel gelernt in der Zeit dort. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang für eine große IT-Firma in Bochum gearbeitet. Und da gab es diese Gesundheitsreform, der eine oder andere erinnert sich da vielleicht dran, da wurde das Gesundheitsreform in Deutschland reformiert, das Gesundheitssystem reformiert, ja, und wurde auf diese DRG-Systeme umgestellt, Diagnostic Related Groups, das ist ein neues Abrechnungssystem. Und da haben wir mit dieser IT-Firma zusammen eben dann in Krankenhäusern diese neue IT- und Abrechnungssysteme implementiert und umgesetzt. Und nach dieser Zeit da bin ich dann in einem Krankenhaus speziell geblieben, und zwar in Bremen, und habe da noch eine ganze Zeit lang als Controller gearbeitet. Ja, wenn ich weiß, was ein Controller ist, das sind so Leute, die sitzen in der Buchhaltung und gucken sich die Buchhaltungszahlen an und rechnen die durch und fahren dann Analysen darüber, naja, was ist günstiger, was ist teurer, was kostet eine OP, was kostet eine Hüft-OP, was kostet eine Knie-OP, was kostet, keine Ahnung, ja, solche Dinge eben, sodass man nachher genau weiß, aha, das sind die Kosten, das nehmen wir ein, welches Produkt sollten wir
und so weiter. Ja, das macht so ein Controller. Also viel mit Zahlen rumjonglieren. In Excel-Tabellen hin und her schieben, so Computerprogramme, Makros bauen, sowas. Darum auch da wieder, ja, diese Affinität zur Technik irgendwo. Ja, und dann bin ich von da gewechselt und bin im Unternehmen meines Vaters beschäftigt gewesen. Denen ging es zu der Zeit nicht sehr gut, als ich dort hingerufen worden bin. Ja, war es um das Unternehmen schon nicht sonderlich gut gestellt oder man vermutete schon, dass irgendwie was nicht stimmt. Dann habe ich da eben, oder ja, zusammen eigentlich mit den Geschäftsführern, hat man sich dann durchringen können, doch noch einen externen Berater zusätzlich dazu zu holen. Und das war auch ganz gut so, weil ich hätte das gar nicht vermitteln können, dass zu dem Zeitpunkt nämlich eigentlich das Unternehmen schon insolvent war. Ja. Das war auch ein sehr harter Abschnitt in meinem Leben. Mein Vater, der ja sein ganzes Leben lang dafür gearbeitet hatte, stand plötzlich vor dem Nichts. Und ja, das war eine harte Zeit für alle. Und ja, so kam das, dass wir uns entschieden haben, mein Vater und ich, ein neues Unternehmen zu gründen. Und daraufhin habe ich dann die Firma R&R Straße und Tiefbau gegründet. Genau, wir haben die Firma gegründet. Mein Vater ist in dem Unternehmen als Angestellter beschäftigt gewesen. Und zwar hat er die Bauleitung gemacht und die Bauleitung übernommen. Und ja, hat jetzt schlussendlich 10 Jahre lang noch bei uns im Unternehmen gearbeitet und ist jetzt in Rente gegangen. Und ja, da mein Vater in Rente gegangen ist und ich das Unternehmen so alleine nicht weiterführen wollte, ohne so einen super Bauleiter, wie mein Vater das gewesen ist, konnte ich mir das schwer vorstellen. Dafür ist das im Baugewerbe auch einfach für mich an der Stelle viel zu stressig. 6-8 Stunden Bauleitung machen und sich dann noch um alle anderen Belange kümmern und dann noch um den Fuhrpark, Maschinen und so weiter. Also hatte ich mich dann dazu durchgerungen, das Unternehmen zu schließen und wir haben das Unternehmen dann liquidiert, nachdem mein Vater in Rente gegangen ist. Ja, war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht schlimm, weil eigentlich sich gleich ein neues Türchen für mich geöffnete oder eröffnete, denn mein langjähriger Freund kam zu mir und wollte ein Unternehmen gründen im Bereich Maschinenbau und insofern ja, war das eigentlich für mich ganz passend und da es eben ein guter Freund war, habe ich gesagt, klar, super Idee, können wir gerne machen und ja, so war ich dann Mitgründer zu 50% der Firma LPS. Ja, da ist auch leider das nicht so positiv für mich verlaufen. Das Unternehmen hat schlussendlich nicht mal ein Jahr lang existiert. Ja. Gut, und dann habe ich mir sehr, sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, was ich denn nun eigentlich weitermachen will. Und habe dann zusammen mit meiner Frau überlegt, Mensch, was können wir denn machen? Und da meine Frau da auch eben sehr, sehr technikaffin ist und sehr designaffin ist, kam dann so die Idee auf, ich mache viel mit Computertechnik und so weiter und habe früher bei Mediaris schon mal Webseiten für meinen alten Arbeitgeber, für den Radio- und Fernsehtechnikbetrieb hergestellt. Und so kamen wir irgendwie wieder auf diese Idee und ja, das ist so dann back to the roots. Also gehe ich jetzt wieder meinem Lieblingsthema und meinem Hobby und meinem Evergreen-Thema nach, nämlich Computer. Wirtschaft und Menschen. Ja, und wohl ließe sich das jetzt besser vereinen als hier bei uns in den Bootcamps. Wir haben was mit Computer, wir machen was mit Software, wir machen was mit Wirtschaft und wir machen was mit Menschen. Also ich kann mir im Moment eigentlich nichts Schöneres vorstellen und insofern, ja, auch da seht ihr dann vielleicht an meinem Lebensweg, es geht halt nicht immer alles geradeaus, es geht nicht immer alles in eine Richtung, aber vielleicht so ganz zum Schluss, wenn man beharrlich ist und weitermacht und sich nicht verrückt machen lässt und bei sich bleibt und an sich glaubt, dann kommt man immer irgendwie an. Und ja, ich bin ehrlich gesagt eigentlich im Moment glücklicher als je zuvor. Und ja, sehr gelöst. Obwohl es mir wirtschaftlich im Moment auch gar nicht so mega super geht, aber das spielt keine Rolle, weil ich halt Zeit mit dem verbringe, was mir eben Spaß macht. Ja, und ich hoffe, dass das für euch vielleicht auch so ein bisschen Ansporn sein kann, ne?
Und es geht eben nicht immer in erster Linie um Geld. Natürlich, man muss so viel verdienen, dass man da auch irgendwie von leben kann, sonst ist es brotlose Kunst, ganz klar. Ja, aber es geht nicht auch nicht immer ums Reichwerden, sondern manchmal auch, wie gesagt, ich verdiene lieber 1.000 Euro weniger im Monat und mache dafür eine Tätigkeit, die mir echt Spaß macht und wo ich mir das selber einteilen kann. Ja, gut. Ja, Fazit ist eben, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt am Ball, seid stark, seid schlau. Und ich weiß, so wie ich euch jetzt bislang kennengelernt habe, seid ihr das auch und das kriegt ihr hin. Und ja, wie sagt der Christian Bischoff immer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat auch einen YouTube-Kanal, ist ein relativ bekannter Motivationstrainer. Christian Bischoff hat einen sehr, sehr schönen Spruch, den nutze ich immer gerne, und zwar, niemand kann euch aufhalten, wenn ihr es nicht tut. Okay? Ja, ganz wichtig. Also, und es stimmt, ja, niemand kann euch aufhalten, wenn ihr es nicht tut. Wenn ihr euch selbst nicht im Weg steht und ihr habt eine Idee und wollt etwas, dann schafft ihr das. Gut, okay, das dazu. Ja, dann würde ich sagen, springen wir nochmal wieder hier ins Builder-All und fangen mal an mit unserem Lead Magnet. Oder habt ihr da noch Fragen zu? Nee. Nee, soweit, so gut erstmal? Ja. Ja? Konntet aber ein bisschen was mit anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Na, ich denke, dann macht dann das auch mal, das macht es auch vielleicht immer für alle so ein bisschen erreichbarer. Das ist nicht immer alles so. Und sieht das immer von außen so aus wie, ja, der hat gut reden, der macht das ja auch mal alles eben so. Na? Oder hat die Knete oder kann da was, weiß ich. Also das, nein, ich muss mir das auch erarbeiten und auch aufbauen und habe viele Rückschläge auch schon gehabt. Und ja, na? Ihr seht ja, das man wird davon nicht unbedingt schlechter zufrieden, wenn man das ein bisschen für sich klar kriegt. Im Gegenteil, ja, man wächst an jeder Herausforderung. Gut, okay. Achso, jetzt sind wir hier schon im Bilder-All. Da wollte ich noch gar nicht hin. Und zwar gehen wir nochmal wieder gerade ins GIMP und machen uns nochmal einen neuen Pfeil auf hier. Ja, genau. Ich mache die im Hintergrund mal zu, dann kommt man da nicht so durcheinander. Schnapp mir gerade nochmal wieder einen Stift. Und jetzt, genau, wollte ich mit euch einmal durchgehen, nochmal kurz den Lead Magnet. Einmal die Übersicht. Ihr wisst ja im Endeffekt, wie ein Lead Magnet aufgebaut ist und aussieht. Wir haben hier einmal unsere Opt-in-Page. Opt-in. Oh, mit dem Mausschreiben ist echt nicht ohne. So, dann mache ich hier nochmal so ein bisschen Felder rein, dann ist das ein bisschen schicker, ne? Naja, oder auch nicht. Gut, also das ist unsere Opt-in-Page. Ja, was passiert? Wenn sich hier einer eingetragen hat in der Opt-in-Page bei einem Lead Magnet, er kriegt eine sogenannte Confirmation-E-Mail, weil wir nach dem Double-Opt-in-Verfahren arbeiten, bekommt er erstmal diese E-Mail mit dem Confirmation-Link da drin, mit dem Bestätigungs-Link. Und erst wenn er auf den geklickt hat, kann er irgendwie welche Produkte runterladen, downloaden in den Member-Bereich, sonst was. Also das ist erstmal das Erste, was passiert. Das Nächste, was passiert ist, er klickt hier auf den Absenden-Button. Achso, den mache ich hier auch gerade mal rein, so einen kleinen runden Button. Er klickt auf den Absenden-Button und gleichzeitig wird er weitergeleitet. Und zwar auf die E-Mail. E-Mail Confirmation Page. Ja, diese Seite sagt ihm halt, du musst erst hier in deiner E-Mail auf den Link geklickt haben, vorher geht es nicht weiter. Okay? Oder die sagt ihm, die 1, 2, 3 Schritte musst du machen, damit es funktioniert. Das wäre noch ein bisschen netter, als zu sagen, wenn du das nicht machst, geht es nicht weiter. Ja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und genau, was passiert jetzt noch, wenn er hier auf den E-Mail-Link geklickt hat? Und dann soll er ja im Endeffekt hier auf unsere Thank You-Page kommen. Thank You, Moment, Thank You. Das ist ein O, so. Und dann hat er hier ja, was weiß ich, seinen Download-Button. Ich mache da mal so einen Pfeil für Download.
Ja, also kommt auch von hier, wenn er Confirmation Page geklickt hat, kommt auf die Thank You Page und kann seinen Download da machen. Was passiert aber noch, wenn er hier den Confirmation Link klickt? Es passiert ja noch was zusätzlich, und zwar setzen wir ja in MailingBoss unsere E-Mail-Sequenz auf. Ihr erinnert euch noch mit den 7 E-Mails? Ja, selbes Vorgehen. Oder es sollten mindestens aber 3 sein. Und auch da denkt wieder dran, 2-mal füttern und dann erst den Haken. Okay? Also, Opt-in-Seite, er füllt das aus, bekommt eine Bestätigungs-E-Mail geschickt, klickt er dort auf den Bestätigungs-Link, kann er einmal sein Produkt runterladen und gleichzeitig lösen wir in MailingBoss unsere E-Mail-Sequenz aus. Ja, das passiert auch hier, erst wenn er da geklickt hat. Das passiert nicht hier über die Seite. Darum habe ich jetzt hier keinen Pfeil dran gemalt. Nicht hier dazwischen einen Pfeil gemalt, sondern das passiert tatsächlich ja erst, wenn er hier auch auf Subscribe, auf Bestätigen geklickt hat. Ja, darum die Vernetzung oder Verknüpfung hier an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze jetzt gerade mal einmal fix nach. Das würde ich euch dann gerne nochmal eben wieder bei uns hier im Pixel Perfect Zeitbilder zeigen. Ich packe mir das mal gerade so ein bisschen hier an die Seite, dass wir wissen, was wir bauen. Schiebe euch nochmal ein bisschen rüber hier so, und dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf dem Schirm. Und ja, wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt gehe ich hier wieder über unseren Bilder Dashboard, das kennt ihr schon, Baukästen, Pixel Perfect Zeitbilder, und gehe dann hier auf neue Webseite. Jetzt habe ich hier wieder Vorlagen zur Auswahl, gehe ich diesmal nicht groß drauf ein, sage hier leere Seite und suche mir jetzt hier direkt auch wieder die Blank Page. Oh, das war gar nicht geöffnet. Das war nicht bearbeitet, sondern die Ansicht, sorry. Nee, man sollte auch schon auf Bearbeiten klicken, sonst macht er auch den Editor nicht auf. Gut, okay, jetzt sind wir hier auf der Blank Page. Auf die Bereiche gehe ich jetzt nicht nochmal ein, das hatten wir gerade alles erst. Was mache ich jetzt hier auf der Blank Page? Das Erste, was ich immer mache, ist erstmal speichern. Ja, und vergibt ihm hier einen Namen. Wie nenne ich das jetzt? Lead Magnet Test habe ich schon. Lead Magnet Funnel 1 habe ich auch schon. Dann nehmen wir Lead Magnet Training. Lead Magnet Training. Okay. So, jetzt hat er erstmal wieder meine Seite gespeichert, dass, wenn ich im Bearbeiten bin, mir nachher nicht meine Arbeit verloren geht oder sowas und ich den Eintrag auch wieder finden kann. Ja, okay. Und jetzt gehe ich hier direkt mal ins Layout. Layout heißt Default. Im Layout vorhanden ist eine Seite. Diese Seite nennt sich Home. Das Erste, was ich jetzt mache, ist hier erstmal die Seite umbenennen. Die soll nicht Home heißen, sondern das soll meine erste Seite werden. Und wir haben hier links im Diagramm ja stehen, in unserem Blueprint. Das ist die Opt-in-Seite, also nenne ich die hier auch Opt-in. Dann hier die Adresse auch Opt-in und hier auch nochmal Opt-in. Dann sage ich ihm hier bestätigen und speichern. Und das habe ich soweit gemacht. Jetzt würde ich eigentlich anders vorgehen, aber da habe ich einen Zwischenschritt, damit ihr das auch sieht. Genau, jetzt gehe ich her und sage ihm, hier an der Stelle kann ich auch wieder auf das Zahnrad klicken und sage ihm, ich möchte hier die Seite kopieren, das ist jetzt die schnellste Möglichkeit. Bestätigen, habe die kopiert, jetzt hat er mir hier eine Kopie hingelegt, gehe wieder aufs Zahnrad, in den Namen, bearbeiten, nenne die Seite jetzt, das ist unsere E-Mail-Confirmation-Page hier, ne? E-Mail-CP, seht ihr hier, die E-Mail-Confirmation-Page, E-Mail-CP, so nenne ich die auch, bei der Adresse dasselbe, E-Mail-CP, bei der Adresse hier sei nochmal gesagt, ja, das ist die Browser-Adresse ja hier oben drin nachher, die URL, die er für die Seite hier hat, da bitte keine Leerzeichen verwenden. Leerzeichen mag der für URLs überhaupt gar nicht. Da müsst ihr immer zusehen, dass das nach Möglichkeit zusammengeschrieben ist und dann nimmt einen Unterstrich oder einen Bindestrich, wenn ihr da Worte trennen wollt. Da nochmal einmal der Hinweis, fällt mir gerade so ein. Gut, E-Mail Confirmation Page, bestätigen, speichern und jetzt kann ich dasselbe nochmal machen. Und zwar, indem ich hier wieder oben auf Kopieren gehe. Sag hier wieder bestätigen. Jetzt hat er die nochmal kopiert
und dasselbe Spiel nochmal. Und das nenne ich Danke-Seite. Danke. Ihr auch danke und auch nochmal danke. Bestätigen und speichern. Und jetzt seht ihr schon, haben wir ruckzuck mal eben die drei Seiten erzeugt. Was mir jetzt natürlich noch wieder fehlt, ist einmal, gehe ich nochmal auf Kopieren, bestätigen. Jetzt fehlt mir nämlich hier noch wieder natürlich einmal das Impressum. Impressum und Impressum. Bestätige, speichere. Nochmal halt eben hier drauf, na, wieder kopieren, bestätigen und da wieder drauf zum Bearbeiten. Datenschutz. Jawohl, so und jetzt haben wir eigentlich den Seiteninhalt soweit fertig. Ihr seht also hier, na, wie gesagt, bei mir, ich zähle diese Legal Pages immer nicht mit. Die schmale ich auch nie bei einem Funnel mit auf. Die gehören für mich standardmäßig dazu. Das ist selbstverständlich, dass man die Seiten damit anlegt. Darum habe ich die immer in keinem Blueprint irgendwie extra erwähnt. Ja, jetzt habe ich natürlich jede Menge angelegt und geändert. Also da unbedingt dann nochmal gerade wieder speichern klicken. Ihr seht auch schon hier, es wird sonst nachher wirklich sehr viel. Und je mehr ihr an Zwischenschritten nicht speichert, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mal verhaspelt. Wie gesagt, das ist unglaublich komplex, was da im Hintergrund alles läuft und passiert. Ja, okay. Zwischengespeichert haben wir. Dann, was mache ich jetzt als nächstes? Genau, wir bearbeiten hier einmal wieder die Seiten, geben entsprechend Seitentitel ein. Das kennt ihr auch schon. Ich bin jetzt hier auf die Opt-in, auf die erste Seite gesprungen. Gehe hier auf das Pluszeichen. Sage ihm jetzt, ich möchte einen neuen Text hinzufügen. Ich nehme hier gleich die große Überschrift und sage jetzt hier, und das ist unsere Opt-in-Page. Okay, und nee, das möchte ich nochmal zentriert haben. Und das Ganze zentriere ich mir nochmal hier mit Element zentrieren, auch auf der Seite. Schiebe das hier oben vielleicht noch ein bisschen dran. Da nochmal einmal nachzentrieren. So, dann, ja, was kann ich jetzt machen, wenn ihr hier Inhalte auf der Seite habt? Also erstmal eine Frage. Ist klar, warum ich das jetzt nicht hier oben in den Header reingeschoben habe, ne? Weil dann hätte ich ja das Opt-in auf jeder der Seiten stehen. Das wäre ungünstig. Nur diese soll ja hier Opt-in heißen. Darum steht es im Body. Und wenn ich jetzt einen Inhalt habe hier im Body, den ich auf den anderen Seiten auch verwenden möchte, jetzt könnte ich natürlich hergehen, springe wieder auf die nächste Seite, wieder auf Plus, Text und so weiter und fange dann. Es gibt einen schnelleren Weg. Genau dazu nutzen wir nämlich hier die Funktion mit dem Header, dass der auf jeder Seite erscheint. Jetzt gehe ich einfach her, kopiere mir dieses Element hier, kopiere mir das, nehme den mit und packe den hier oben einfach in den Header rein und gehe jetzt zur nächsten Seite rüber. E-Mail. Na? Ja, jetzt habe ich die hier oben im Header. Mach da auch wieder kopieren. Ziehe mir den Kameraden hier rein. Richte den hier oben so ein bisschen wieder aus, schreibe da jetzt meinen Text rein, nämlich E-Mail Confirmation, schreibt sich das so, ich glaube wohl, und mache da auch wieder Element zentrieren. Und jetzt für die letzte Seite, ich habe den ja hier immer noch hier oben drin stehen, gehe ich auf die Danke-Seite. Und weil das jetzt die letzte Seite ist, die ich so beschriften möchte, Impressum und Datenschutz beschrifte ich so nicht. Das kommt nachher ja bei uns aus der HTML-Datei von iRecht24. Ist das jetzt hier meine letzte Seite, die diesen Text, und jetzt nehme ich mir den halt wieder aus dem Header mit und zentriere gerade, schreibe hier dann nochmal Danke rein, ja, nochmal ein bisschen oben ausrichten, so, nochmal zentrieren und speichere wieder. Und jetzt seht ihr, das ist nochmal eine Möglichkeit, ja, wie ihr Elemente von einer Seite auf die andere mit rübernehmen könnt. Das geht auch mit Bildern, ne? Wenn ihr jetzt ein Bild habt, was auf jeder Seite erscheint, ja, dann kann ich mir das auch gerade eben in den Header und in den Footer ziehen und nehme das von da dann immer mit rüber. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, ich hätte jetzt gerade auf der Opt-in-Seite erst meine Überschrift gemacht und hätte die Seiten dann kopiert. Dann kopiert er sie immer schon mit der Überschrift. Ja, das haben wir aber jetzt gerade extra nicht gemacht, damit ihr diese Funktion auch mal einmal seht.
Ja, dann können wir einmal, springen wir hier wieder auf die Opt-in-Page zurück und fügen hier da jetzt entsprechend den Inhalt ein. Da füge ich hier aufs Pluszeichen, nehme jetzt ein E-Mail-Marketing-Formular, weil wir ja hier, ne, ihr seht, nach dem Opt-in, hier soll ja dieses Formular drauf und wir wollen ja hier E-Mails verschicken. Also E-Mail-Marketing-Formular finde ich hier. Klick da drauf und jetzt habe ich hier wieder eine Wahnsinnsfülle und Fülle an Möglichkeiten, je nachdem mit rund, mit eckig, eingebettet, mit Rahmen, ohne Rahmen, keine Ahnung. Ich nehme erstmal einfach hier wieder den hier oben. Da bin ich relativ unkreativ, was das angeht. Und zentriere mir das Element auch einmal wieder. So, jetzt habe ich das hier schon mal drin. Jetzt hätte ich gerne hier unten den Text auf jeden Fall schon mal. Vielleicht nicht in Englisch, wobei wir haben das oben auch Opt-in. Was egal, nur um es euch zu zeigen. Rechtsklick drauf und jetzt kann ich hier auf Button gehen. Und da seht ihr, dann gibt es hier Textschaltfläche. Da kann ich jetzt den Button-Text ändern. Ich schreibe da mal rein, hier klicken, nur dass ich das mal gesehen habe, bestätige und jetzt steht da eben dann hier klicken drin. Für uns ist eigentlich viel spannender jetzt die Verknüpfung einmal wieder zu MailingBoss. Und zwar, ich speichere mir eben einmal das Dokument ab mit dem hinzugefügten E-Mail-Formular und gehe jetzt erst ins MailingBoss rüber. Nicht hier rechtsklicken und schon konfigurieren, sondern wir gehen erst in den MailingBoss. Dazu wechsle ich hier oben wieder in die Build-Out-Plattform, gehe hier dann im Menü auf E-Mail-Marketing. Ja, und da gehe ich jetzt hier nochmal auf MailingBoss öffnen. Und was jetzt kommt, ist das MailingBoss-Dashboard. Und hier im MailingBoss-Dashboard ist jetzt die einfachste und schnellste Möglichkeit, eine Liste zu erzeugen, eine neue, eben hier mit dem Kästchen, erstelle eine neue E-Mail-Liste. Darum mache ich das auch gerade mal hiermit. Das nennen wir Lead Magnet Training. Das kopiere ich mir und füge das da und dort auch ein. Klicke dann auf Weiter, komme ins nächste Fenster. Hier sagt er mir Leadname, das haben wir gerade eingegeben. Wichtig ist hier wieder Opt-in-Art, Double Opt-in ist bei uns hier in Europa ein Muss. Und Opt-out-Art könnt ihr euch auswählen. Ihr kennt das auch schon von mir mittlerweile. Ich nehme immer Single Opt-out. Klicke hier auf Weiter, Double Opt-out könntet ihr da auch nehmen. Ich nehme immer Single Opt-out. Jetzt kommen wir in die Feldauswahl. Hier kann ich Felder hinzufügen zu diesem E-Mail-Formular in MailingBoss, also zu diesem Opt-in. Page-Formular, was wir da haben. Da ist jetzt standardmäßig immer das E-Mail-Feld ausgewählt. Ich möchte auch noch den Vornamen erfassen. Darum mache ich hier das Häkchen rein. Ihr könnt aber auch noch hier andere Daten erfassen, wer das möchte. Mir reicht das da an der Stelle. Ich speichere das und komme hier auf die nächste Seite und jetzt sehe ich hier die ganzen E-Mails, die standardmäßig hinterlegt sind, hinter dieser Liste. Und zwar ist das hier die E-Mail für E-Mail-Adresse bestätigen. Das heißt, das ist unsere Confirmation-E-Mail, von der wir vorhin gesprochen haben. Also diese hier. Genau diese Mail ist das. Ja, da muss er hier auf den Link klicken. Wenn er da geklickt hat, dann wird hier die E-Mail-Sequenz ausgelöst und er wird dann zu dem Produkt geschickt. Speichern und weiter. Ich lasse die so. Ihr könnt die auch gerne anpassen. Wichtig ist, dass ihr den Link da drin lasst fürs Confirmation und euer Name und Adresse da, die Daten. Das würde ich auch nicht rausnehmen. Dann, ja, E-Mail noch nicht bestätigt. Da gibt es hier so eine recht hässliche E-Mail, leider auch noch auf Englisch. Ich lasse die auch jetzt erstmal einfach so drin. Ihr könnt die gerne anpassen und ein bisschen hübscher machen. Das ist, wenn er halt seine Mail-Adresse noch nicht bestätigt hat. Dann hier E-Mail abbestellen. Das ist also für das Unsubscribe. Lasse ich auch so. So, und das ist dann hier die Willkommens-E-Mail. Vielen Dank, dass Sie sich in die E-Mail-Liste eingetragen haben. Sie können Ihre, ne, jederzeit aktualisieren. Jetzt finde ich die hier als Willkommens-E-Mail auch sehr unpersönlich. Darum springe ich hier mal einmal rein und sage jetzt hier, lieber, ich habe ja einen Vornamen erfasst und jetzt kann ich mir hier über verfügbare Tags einen Tag suchen und ich suche jetzt genau hier den Vornamen Fname. Lieber Fname, Komma, jetzt würde er, wenn der Vincent sich da einträgt, schreiben, lieber Vincent. Ja, und dann vielen Dank, dass Sie sich, das ist dann hier auch doof, also das würde ich dann eben jetzt auf Du ändern und so weiter. Ich lasse das hier für unser Beispiel mal so und gehe auf Speichern und weiter.
So, jetzt hat er das erfolgreich gespeichert und jetzt kommen wir hier in unsere Listenübersicht. Hier seht ihr alles, was mit der Liste zusammenhängt. Wie viele Abonnenten, Kampagnenwachstum und. Und was ich jetzt noch mache ist, weil ich mein E-Mail-Formularfeld auf der Opt-in-Seite gerne in einer bestimmten Reihenfolge habe, die Einträge, ich bin da so ein bisschen penibel, gehe ich nochmal auf Felder und habe jetzt hier nochmal das E-Mail-Feld und das First-Name-Feld und gebe denen eine Rangfolge. Ich möchte nämlich immer gerne bei mir, dass das First-Name-Feld zuerst kommt und das E-Mail-Feld zu zweit kommt. Das ist jetzt rein persönlicher Geschmack. Das kann jeder so machen, wie er will, aber ich habe das immer ganz gerne eigentlich so. Und ja, das hat er jetzt gespeichert und das war es jetzt für uns hier eigentlich schon. Genau, das habe ich euch gezeigt. Jetzt muss ich hier gerade mal einmal auf meinem Fahrplan gucken. Mein Blog war nämlich so voll. Ich muss hier gleich mal einmal springen. Ja, also Mailing-Boss, die Liste haben wir soweit. Wir springen dann einfach wieder hier zurück. Ne? Wo ist er da? In unseren HTML-Editor auf unserer Opt-in-Page. Und jetzt kann ich hier an der Stelle sagen, Rechtsklick, konfigurieren. Jetzt habt ihr die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten hier für E-Mail-Programme. Mailchimp ist so eins der bekanntesten. Wir haben in Builderall aber Mailing-Boss standardmäßig mit drin. Das ist da enthalten, braucht nicht extra dazu gekauft werden. Das ist halt hier unser Mailing-Programm. Und jetzt habe ich den Mailing-Boss ausgewählt und jetzt bietet er mir die Liste an. Mit welcher Liste soll hier dieses Formular verknüpft werden? Ja, mit der Lead-Magnet-Training-Liste, die wir gerade angelegt haben. Das ist hier der Eintrag. Und jetzt seht ihr schon First Name E-Mail, das ist auch in der Sortierung, wie ich es haben will. Und so ist dieses Feld schon wieder fertig mit Mailing-Boss verknüpft. Jetzt sage ich natürlich hier wieder Speichern. Und Speichern. Okay. So, was jetzt noch fehlt, ist die Aktion. Also wir haben jetzt dies hier erzeugt. Das haben wir soweit schon mal. Was jetzt noch fehlt, ist der Schritt, wenn er hier klickt, dass er auch hier auf die E-Mail-Confirmation-Page weitergeleitet wird. Und das mache ich, indem ich hier wieder über das Formularfeld gehe, einen Rechtsklick mache und gehe dann jetzt unter URL ändern. Jetzt habe ich hier wieder einmal, stelle ich das um auf Deutsch und dann ausstehend abonnieren. Das ist die erste Seite. Also wenn er klickt, wo wird er dann hingeleitet? Da möchte ich ihn gerne auf eine Seite leiten und zwar auf unsere Seite E-Mail Confirmation. Okay, dann, wenn er da den Link bestätigt hat, dann soll er rüberkommen auf die Seite Thank You, weil er dann ja sein Produkt runterladen darf. Und bei Abbestellung, wenn er auf den Unsubscribe-Link klickt, dann schicke ich ihn doch einfach frecherweise mal wieder auf unsere Opt-in-Page, weil er sich bestimmt vertan hat. Wer will schon bei uns nicht mehr subscriben? Okay, bestätigen. Gut. Und das Ganze natürlich immer speichern. Kann ich nicht oft genug sagen, habe ich heute schon gesagt. Wichtig ist speichern. Die müssen wir jetzt ja noch bearbeiten. Okay, also wir haben jetzt die Opt-in-Seite hier soweit fertig. Wir haben die Verzweigung in die Subscriber-Mail fertig und in unsere E-Mail-Liste. Und wir haben die Verknüpfung für den Sprung rüber auf die E-Mail-Confirmation-Page hier fertig. Sind wir mit der Seite soweit durch? Dann nehmen wir uns das nächste zur Brust und zwar hier eben die E-Mail-Confirmation-Page. Jawohl. Aber was mache ich da jetzt? Da trage ich jetzt einfach mal ein bisschen einen Text ein. Nehmen wir dann mal hier die Größe. Ja, das ist ganz okay. So, und jetzt kann ich hier sowas machen wie, keine Ahnung, erster Schritt. E-Mail-Postfach prüfen. Ja, den vielleicht auch. Jupp, so ist ein bisschen netter. Packe ich irgendwie dahin. So. Kopiere ich mir den wieder. Kopiere mir den nochmal. Sag dann hier, ein zweiter Schritt ist dann
Klick auf den Bestätigungslink. Und dritter Schritt. Herzlich willkommen. Hier geht's zum Download oder so. Oder herzlichen Glückwunsch oder was weiß ich. Ja, was euch da so einfällt. Das ist jetzt auch nicht sehr schick hier. Da könnte man jetzt noch Piktogramme hinterlegen oder Bilder hinterlegen. Ihr könnt hier noch Pfeile zwischenmachen. Ja, also wie gesagt, das ist dann ja das gestalterische Feintuning wieder. Mir geht es halt darum, dass ihr eben hier wieder seht, das Technische, dass das funktioniert, dass wir das entsprechend umgesetzt kriegen. Ja, dann möchte ich da nochmal, und dann machen wir das gleich. Nee, das machen wir hier vielleicht. Nochmal einen Hinweis geben, das ist jetzt einfach wieder alles hier roh auf die Seite geklatscht. Das ist natürlich jetzt bei dieser, wenn das nur so eine kleine Seite ist, okay, kann man so machen. Besser ist aber, ihr geht so vor, das zeige ich auch gerade mal, ihr nehmt einen Banner. Ist hier egal, ich nehme einfach jetzt mal eins hier. Ich zeige gleich nochmal was. Aber das machen wir jetzt erstmal. So, jetzt habe ich hier dieses Banner. Ja, erstmal gefällt mir die Farbe von dem Banner nicht. Das hätte ich ja auch gern wieder weiß. Also meinen Rechtsklick drauf, Ansicht bearbeiten. Sag eben, dieses Banner möchte ich gerne. Also gibt es verschiedene, dies. Wir haben jetzt dieses, was über die gesamte Breite geht. Gehe hier auf Farben und ändere jetzt die Hintergrundfarbe einmal in weiß. So, dann habe ich, das ist schon mal das Erste. Jetzt habe ich hier dieses Banner, was ich hin und her schieben kann. Und jetzt nehme ich mir einfach den Text, den ich in das Banner einfügen möchte. Zum Beispiel hier erstmal die Überschrift. Ziehe hier rüber. Jetzt sieht man, wird der Bereich blau. Das heißt, der ist ausgewählt. Da kann ich es ablegen. Nehme den auch. Ziehe den auch hier rein. Ziehe ich auch hier rein. Das ziehe ich auch hier rein. Und jetzt kann ich hier mein Banner nehmen. Zum Beispiel damit. Und ziehe das hier oben ran. Ja, und wenn ich jetzt mal Inhalt einfügen möchte, dann brauche ich nicht immer jedes Feld einzeln und jede Schriftbox einzeln bewegen, sondern kann das hier in einem Abwasch machen. Das nochmal zum Banner. Und jetzt möchte ich nochmal was zum Banner zeigen. Gehe hier wieder auf Plus, auf Banner. Jetzt habt ihr hier rechts, seht ihr so eine Liste. Und wenn ich da jetzt mal durchscrolle, dann seht ihr, die ist nicht gerade kurz. Okay, was ist das? Das sind nochmal Banner-Vorlagen. Ich suche mal eine raus. Vielleicht haben wir sogar eine, die hier für E-Mail-Confirmation gut ist. Mal gucken. Video-Kontakt-Preisliste über uns oben. Checkout-Contents. Benefits, Double-Boxes. Lead-Capture. Banner, Sticky, Sales Page, Tell the Future, Sales Page Bonuses, nee, Social Proof, Frequently Asked Questions, Startseite, Live Demo, Seite teilen, Danke Seite. Ah, eine Danke Seite gibt es aber. Nehmen wir die halt. Ja, ich sehe jetzt auch hier, Dings nicht gerade, Danke Seite, wo hat man jetzt die Danke da? Danke Seite. So, jetzt klicke ich hier drauf, Danke Seite, und jetzt kriege ich hier halt. Na, das hier ist dann das Banner zur Danke-Seite. Und jetzt habe ich da nochmal die Vorlage. So, jetzt packt er mir hier, seht ihr, dieses komplette Banner zu rein. Ja, also auch so, wenn man hat also bei Bilderall tausende von Möglichkeiten, wie man hier was machen kann. Ich lösche das gerade mal wieder raus. Jetzt ist hier mein Footer ein bisschen weit unten, ziehe mir den hier wieder ran. Und so weit, so gut erstmal. Ich gehe hier gerade mal wieder auf Speichern. Das soll an der Stelle mal reichen jetzt. Wie gesagt, ist nur exemplarisch. Ihr könnt das gerne ein bisschen schicker machen. Und genau, ich möchte nochmal zeigen, wo an welcher Stelle wir hier sind. Also ne, von hier aus, wenn er auf seinen Bestätigungslink geklickt hat, kommt er eben hier, ach Quatsch, wenn er sich hier eingetragen hat, dann kommt er eben drüber hier auf die E-Mail-Confirmation-Page. Da sind wir hier. Und jetzt brauchen wir noch diesen Pfad hier, die Thank-You-Page. Das ist dann hier die Danke-Seite. Ja, da steht im Moment halt auch nur Danke. Ich würde da noch jetzt vielleicht ein bisschen Text hinzufügen. Nehmen wir auch mal wieder diesen. Hier
kannst du dein E-Book downloaden. Irgendwie so. Oh, das E-Book mit 2B. Ne, das kann auch nicht stehen bleiben. Sorry for that. Gut, und dann würde ich hier einen Button nehmen. Klack, haben wir einen schönen Button. Schönen Button, Button, Button. Na, ich stehe einfach auf dem blauen Runden. Und tun den hier rein. Element zentrieren. Und jetzt kann ich hier mit dem Rechtsklick draufgehen auf Ausführen und kann jetzt hier eben, habe wieder verschiedenste Optionen, was ich mit diesem Button alles machen kann. Wir wollen ja jetzt, dass der ein E-Book runterladen kann. Also gehe ich hier auf Dokument, Archiv durchsuchen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, schon welche drin. Ja, genau. Sonst könnt ihr hier gerne was von eurer Platte hochladen. Oh, ich nehme hier jetzt mal einfach irgendwie eins, keine Ahnung, hier Bootcamp-Planung, bestätige das, sage hier nochmal okay. Und ganz wichtig jetzt nochmal, da komme ich gar nicht dran, da ist unser Fenster vor, so speichern, damit das auch wirklich gespeichert hat. Ja, also ich habe jetzt quasi dann hier unsere Thank You Page angelegt. Danke, und da ist der Download-Button. Achso, der heißt noch Buy Now, das ist natürlich nicht so schön. Rechtsklick drauf, hier auf Text und dann schreibe ich da rein, Download. Was fehlt denn noch wieder? Und zwar haben wir zwar jetzt so eine Subscribe-Mail gemacht, aber im Endeffekt, ja, ich kann den Download-Link, könnte ich auch noch anders verschicken. Also ich könnte den Download-Link jetzt auch zum Beispiel in die E-Mail verpacken. In die erste und sagen, ich will das gar nicht hier, dass der auf eine Thank You Page noch rübergeht, sondern ich möchte ihm den vielleicht gleich schicken, wenn er sich hier registriert hat, hat auf den Bestätigungslink geklickt, dann soll der vielleicht eine E-Mail bekommen, wo der den Download-Link drin hat. Kann ja auch sein, dass ihr das machen wollt. Dann gehe ich folgendermaßen vor. Das würde ich euch auch ganz gerne einfach nochmal zeigen. Das muss man jetzt nicht. Also man könnte den Funnel hier an der Stelle abschließen. Dann kommt er halt hier auf die Seite und macht hier den Download. Aber ja, ich finde es immer gut, wenn man sicherstellt, dass der dann auch sein Produkt wirklich kriegt. Nachher kommt er aus irgendwelchen Gründen hier nicht wieder hin zurück oder das geht dann nicht oder dann hast du gleich wieder Rabatz. Darum doppelt gemoppelt hält besser. Er hat sich ja eingetragen, wenn er es dann hier runterlädt, dann hat er es vielleicht nachher zweimal hier und nochmal den Link über die E-Mail. Schaden kann es ja nicht. Also geht ihr immer sicher, dass er auch seine Sachen kriegt. Darum würde ich immer noch das nochmal als E-Mail wieder auslösen. Also darum gehe ich jetzt hier nochmal einmal wieder zurück in unseren Mailing-Boss und gehe hier zurück ins Dashboard. Wenn man hier oben auf die E-Mail, auf dieses Symbol hier klickt, geht es zurück in den Mailing-Boss-Dashboard. Und da ist jetzt die schnellste Variante, wie kriege ich dem den Download-Link geschickt, indem ich sage, ich mache hier eine E-Mail-Kampagne. Eine E-Mail-Kampagne, Mailing-Boss, ist eine einzige E-Mail verschicken. Nur eine. Genau das mache ich jetzt. Kampagnenname, das nenne ich wieder, was weiß ich, Lead-Magnet-Training. Ist schon mal gut, Lead-Magnet-Training. E-Book. So. Dann wähle ich wieder aus, mit welcher Liste soll das verknüpft werden. Ja, wieder mit unserer Lead Magnet Training Liste, ganz klar. Ne, da bekommt er halt die Mailadressen her. Und jetzt bin ich hier wieder in diesem Fenster drin. Und hier in der Stelle ist wichtig, dass man auswählt Typ, nicht Regular. Regular ist eine Mail, wie ich sie aus Outlook verschicke. Eine einzige E-Mail, die ich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem ganz bestimmten Tag verschicke. Donnerstag, der 28. um 11 Uhr. Das ist eine Regular Mail. Eine Autoresponder-Mail ist eine von einem Ereignis abhängige Mail. Jemand trägt sich ein, einen Tag später möchte ich, dass die Mail verschickt wird. Ist egal, ob das der 23. ist, wenn er sich einträgt, der 28. oder der 31. spielt keine Geige. Wenn er sich einträgt, einen Tag später kriegt er die Mail. Das bedeutet Autoresponder. Und Regular bedeutet, egal was ist, ja, der kriegt am 24.07. Punkt 11 Uhr die Mail. Das ist der Unterschied, darum nehmen wir Autoresponder. Den Rest hier können wir freilassen. Gehe hier auf Speichern und weiter. Jetzt habe ich hier wieder Absender. Wer schickt die Mail? Von welcher Adresse? An wen kann der antworten? Und so weiter. Hier trage ich jetzt noch einen Betreff ein. Und zwar dein
Download. Speichern und weiter. Ja, ich hätte jetzt auch dein Lead Magnet E-Book Download oder sowas schreiben können, um das nochmal klarer rauszustellen. Und jetzt bin ich hier halt in dieser E-Mail drin, kann diese E-Mail bearbeiten. Da würde ich jetzt so vorgehen, klick da rein, hier oben rein und Moment, ich mache mal eine Zeile dazu und schreibe dann jetzt, keine Ahnung, lieber, jetzt nehme ich mir hier wieder aus den Tags. Ich weiß, dass das relativ weit unten ist, da FName. Ja, also lieber Vorname, lieber Vincent, keine Ahnung, so. Klicke bitte hier, um dein E-Book herunterzuladen. So, von mir aus so, dann das hier raus und speichern und weiter. Und jetzt habe ich hier diese Mail. Jetzt sagt er noch, genau nachdem der sich eingetragen hat in die Liste, nach 0 Minuten soll die rausgehen. Also unmittelbar, wenn er sich eingetragen hat, soll er diese E-Mail auch bekommen. Und dann speichern und aktivieren. Ja, das ist jetzt wichtig, dass er auch das aktivieren. Sonst habt ihr hier, jetzt macht er diese Liste auf. Man kann hier auch Sachen pausieren. Also immer, wenn ihr merkt, irgendwie meine E-Mail-Liste tut es nicht oder meine E-Mail geht nicht raus, guckt hier erstmal rein, ist die überhaupt aktiv? Oder steht die auf Pause? Wenn die auf Pause steht, könnt ihr euch alles hinterlegt und fertig haben, dann wird die nicht ausgeliefert. Es wird nur ausgeliefert, wenn die auch aktiv geschaltet wird. Das ist halt, damit ihr euch eure Sachen vorbereiten könnt, ja, und dann auswählen könnt, will ich nicht, oder vielleicht will man auch mal Listen tauschen oder was auch immer. Ja, das dazu. Ach so, genau, was wir ja noch gar nicht haben, ist, wir müssen ja noch verlinken, ne? Wir müssen noch zum E-Book verlinken. Wir haben jetzt nur geschrieben, hier klicken, aber da ist ja gar kein Link hinterlegt. Also das geht so natürlich auch nicht. Genau, und ihr seht dann auch hier immer in der Übersicht die Einzelmails, wie heißt die und mit welcher Liste ist die verknüpft. Was für einen Status hat die, wird die gesendet und dann, genau, hier seht ihr auch zum Beispiel, die hier wird nach 12 Minuten, die nach 10, die nach 8, die nach 6, die nach 4 versendet und so weiter. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, weil so hat man hier auch eine ganz gute Übersicht über die einzelnen Mails, die man hat. Ja, also dafür könnt ihr die dann eben auch nochmal wiederfinden. Unter Listen nochmal, wie gesagt, hier insgesamt die E-Mail-Listen, die wir haben, in denen wir die Adressdaten und Informationen aus den jeweiligen E-Mail-Formularfeldern sammeln und unter Abonnenten, wenn wir da nochmal draufklicken, sehen wir halt, wer in die Listen eingetragen ist, was für Abonnenten es gibt. Wichtig ist nochmal, damit alles überhaupt funktioniert hier, dass ihr immer hier eure Domains auch registriert habt. Aber wer jetzt das Lead Magnet Bootcamp gemacht hat, sollte da eigentlich auch soweit auf dem Stand sein. Ich wollte euch jetzt nochmal einmal eben kurz zeigen zum Abschluss, wie komme ich jetzt hier an diesen Download-Link dran, indem ich einfach wieder hergehe. Ich speichere jetzt erst. Hier habe ich ja vorhin unser E-Book hinterlegt, hier hinter dem Download-Link. Und jetzt gehe ich hier mal ganz raus. Gehe wieder auf Pixel Perfect Zeitbilder, meine Seiten. Suche mir da jetzt unsere Seite. So, wie hieße? Lead Magnet Training hieße. Und da gehe ich jetzt hier auf das Weltsymbol veröffentlichen. Jetzt stellt er die Seite online, allerdings nur auf dem BuilderAll-Server. Das ist jetzt nicht mit einer Domain verknüpft, sondern er stellt es auf dem BuilderAll-Server zur Verfügung. Jetzt ist es blau, dann heißt es, die ist live. Der kann ich auf eine Live-Version gehen. Mit seht ihr schon, haben wir hier unsere Opt-in-Page. Und wie komme ich jetzt an den Download dran? Ich gehe hier einmal wieder zurück ins Bearbeiten und suche mir jetzt hier einmal die Danke-Seite, weil da unser Download-Link ja drauf ist. Die hat auch die Adresse Danke. Das kopiere ich mir gerade. Gehe hier wieder in die Live-Ansicht.
und gebe jetzt hier hinter ein Slash ein und das Danke. Jetzt lädt er die Danke-Seite. Wenn ich jetzt auf Download klicke, sollte er das Buch runterladen. Das macht er auch. Hier hat er gerade rechts geblinkt bei dem Mac. Das geht recht schnell hier. Da sieht man das nicht so gut. Jetzt kann ich einfach hierher gehen und ja, kann mir diesen Download-Link kopieren und den packe ich dann quasi in die E-Mail rein. So könnt ihr vorgehen. Okay? Ja, so funktioniert das ganze System. Die Zeit hatten wir hier auch auf 0 Minuten gestellt. Ja, wie gesagt, ihr fügt dann hier in der E-Mail, oh, jetzt habe ich den Mailing-Boss ganz zugeklickt, ah, ist egal. Ihr fügt in der E-Mail dann eben entsprechend diesen Download-Link ein und könnt dann diese E-Mail auch rausschicken. So, und dann habt ihr das immer in zweifacher Ausfertigung. Einmal den Download-Link in der Mail und einmal hier den Download-Link auf eurer Thank-You-Page. Dann hat er die Qual der Wahl, aber ihr habt es immer sichergestellt, dass euer Produkt auch ausgeliefert wird. Gut, ja, das soll es für heute mal wieder gewesen sein, soweit. Morgen machen wir dann weiter mit dem Sales Funnel direkt. Dies war ja jetzt noch nur mal wieder eine Vorbereitung und ein Einstieg, weil wir mit unserem Sales Funnel, mit dem Tripwire Funnel ganz ähnlich anfangen. Da ist eben, wie gesagt, am Anfang auch ein Lead Magnet wieder. Und dann bauen wir nach und nach den Funnel weiter aus. Habt ihr da Fragen zu? Ja, gut, wenn da soweit keine Fragen zu sind, dann würde ich sagen, ja, es ist auch, glaube ich, wieder eine Stunde ganz gut rum. Lassen wir es für heute gut sein und sehen uns morgen dann nochmal um 8 Uhr wieder beim Sales Funnel. Morgen wird wieder gebaut. Freue mich schon drauf. Bis morgen. Ciao.